Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Collection-Video präsentieren. Heute soll es mal darum gehen, wie wir uns alle Legendary-Essenzen aus Shadowlands einmal besorgen können, ohne wirklich was mit den einzelnen Chars machen zu müssen. Die Dinger heißen, glaube ich, Runenschnitzmacht. Ich nenne die jetzt einfach mal aber hier zur Vereinfachung Legendary-Essenzen. Und ja, was brauchen wir, um uns die holen zu können, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Dungeons, Raids und wo man die auch immer besorgen kann, holen kann. Ich zeige jetzt erstmal, um was es geht. Also es geht hier um diese Legendary-Essenzen und wir wollen uns, zumindest habe ich das gemacht, vielleicht ist das für euch als Collector auch relevant oder ihr wollt vielleicht auch eine bestimmte haben für eure Twinks, dann kann ich das Video auch für euch was sein. Also ich kann euch mal einblenden, alle Klassen und ihr seht, ich habe von allen Klassen mir tatsächlich alle Dinger geholt. Die sind jetzt ein bisschen ausgegraut, weil die immer von dem Covenants abhängig sind, aber die können wir uns auch relativ easy holen. Gut, wie machen wir das Ganze? Normalerweise müssten wir für diese verschiedenen Runenschnitzmacht in Dungeons reingehen, in Raids reingehen, nach Torghast reingehen, und zwar das mit den verschiedenen Klassen. Kann manchmal nervig mit dem Twink sein, das wollte ich mir so ein bisschen sparen und ich habe da so einen kleinen Trick rausgefunden, in Anführungszeichen, wie wir uns das erleichtern können. Und dafür brauchen wir lediglich eine Ressource und diese Ressource ist kosmischer Flux. Wenn ihr hier im End-Content einigermaßen in Sierra Mortis unterwegs war oder Raids, Dungeons, ich meine PvP, man kriegt aus allen möglichen Quellen das Zeug nachgeschmissen, dann werdet ihr wie ich mehrere 10 oder 100.000 sogar rumliegen haben von dem Zeug. Ich habe jetzt schon alles mögliche rausgeballert und ich will jetzt zeigen, wie man das umwandeln kann. Also wir sind jetzt einmal hier in Sierra Mortis in der Zone und dann sind wir hier einmal in der Zuflucht. Hier gibt es den Rufhändler für die Erleuchteten und der hat verschiedene Items dabei. Wir haben erstmal die Möglichkeit, mit diesem Beutel mit wundersamen Wundern dieses kosmischen Flux auch rüber zu schicken auf einem Char. Und zwar können wir hier für 1000 kosmischen Flux das kaufen und können das auf einen anderen Char rüber schicken und das kostet uns quasi dann 250 kosmischen Flux als Differenz, ne? Also wir kaufen es für 1500 und können es dann auf rüber schicken und haben dann noch 1250. Wenn ihr es auf irgendwelchen anderen Twinks habt, könnt ihr das machen. Was wir uns eigentlich kaufen wollen, ist hier dieser Beutel. Beutel voller erkundeter Seelen. Und das gibt uns alte Materialien. Und zwar nicht diesen kosmischen Flux, den müssen wir nämlich hier ausgeben, 3000 an der Zahl, sondern das gibt uns einmal die Seelenglut und die Seelenasche. Und zwar gibt es uns so viel, dass wir uns theoretisch 1/91er Legendary bauen könnten, was ja aktuell die höchsten sind. Was sind da an Mats drin? Wir kriegen Soul Cinder sind 1650 und Soul Ash sind 5150. Also sprich von der Seelenasche 5150 und von der Seelenglut 1650. Diese können wir jetzt wiederum nehmen und zwar uns geht es hier nur um die Seelenglut und mit dieser Seelenglut können wir bei einem anderen Händler, ich bin hier mit dem Twink schon in Cortia unterwegs und zwar sind wir hier in Cortia, hier oben bei den Koordinaten 63, 24 und dort haben wir diesen Schmied und der verkauft verschiedene Kisten und zwar haben wir da einmal eine Kiste, wo wir Seelenasche einpacken können, kostet uns 300 und kriegen wir 250 raus. Und wir haben eine Kiste, wo wir Seelenglut einpacken können und auch die weiterschicken. Da verlieren wir immer 50, ne? Wir kaufen es für 300 und haben 250. Heißt, wir können bei dem Einhändler kosmischen Flux umwandeln in die beiden alten Materialien und dann bei dem Händler die einen Materialien wieder weiterschicken, auch wieder zu Twinks. So, jetzt ist die Geschichte, was wollen wir uns als Endprodukt holen? Wir wollen uns einmal hier Chronik der verlorenen Erinnerungen holen. Das können wir uns hier einmal kaufen für Seelenglut, also sprich die Materialien aus der zweiten Season, wo wir 1650 aus diesem einen Behälter rausziehen. Das können wir zwar nur einmal quasi immer im Inventar haben, wir können es aber einsetzen, nachdem wir es gekauft haben und dann kriegen wir immer eine Legendary Essenz raus, die wir noch nicht haben und ihr könnt dadurch alle kriegen, bis auf, glaube ich, die Covenant Legendary Essenzen, aber dazu kommen wir später gleich nochmal. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich meine ganzen kosmischen Flux genommen habe. Ich hatte, wie gesagt, weit über 100.000 mit den verschiedenen Chars zusammen. Habe erstmal das eine Item aus hier Sierra Mortis genommen und das dann umgewandelt in die Seelenglut und dann die Seelenglut genommen, in diese Kisten umgewandelt, das zu den verschiedenen Twinks geschickt, mit den Twinks eingeloggt, diese Boxen hier gekauft, alle umgewandelt, habe das ganze Inventar voll im Zeug
voll, ne? Also das könnt ihr hier bei dem Händler kaufen, gleich umwandeln. Und wenn ihr dann das voll habt, dann irgendwann könnt ihr das Ding auch nicht mehr benutzen, weil ihr sagt, okay, ihr habt alle im Inventar oder schon gelernt. Geht ihr zum Runenschmied da in Torghast, löst sie alle ein und ihr habt die Dinger. Ja? Also das ist dann eine relativ schnelle Geschichte, wenn ihr nämlich genug von den Materialien habt. Natürlich könnt ihr restliche Seelenglut, die ihr mit Twinks noch rumliegen habt, selber auch nutzen. So, damit kriegen wir alle Essenzen. Sogar auch die Essenz von, es gibt eine, wo man kriegt, wenn ihr das erste Mal den Vault auffüllt. Und ganz ehrlich, mit irgendwelchen so Gammel-Twinks habe ich nicht vor, irgendeinen Raid oder irgendwas zu machen. Ich wollte einfach nur die Essenzen haben, das für die Collection. Ne? Also selbst die bekommt ihr. Was ihr nicht kriegt, sind die Covenant-Teile. Aber da gibt es auch einen Trick. Und zwar gibt es einen Händler in Oribos. Den kennt vielleicht schon der ein oder andere. Der ist direkt hier neben dem Flugmeister. Und dieser Händler verkauft ein Item. Und dieses Item, wo haben wir es? Hier, genau. Das erhöht eure Ruhmstufe bei einem Pakt auf Stufe 60. Und wenn ihr auf Stufe 60 beim Pakt seid, kriegt ihr automatisch das jeweilige Pakt-Legendary. Heißt, das kauft ihr einfach viermal, geht dann runter, geht halt erst zu den Kyrianern zum Beispiel, setzt das Item ein, Stufe 60, habt euer Pakt-Legendary. Unten auf dem Mounts und anderen Krempel. Geht zum nächsten Dude, von mir aus den Nightfee, setzt das Item ein. Zack, oben auf 60 habt ihr auch euer Pack-Legend. Das macht ihr bei allen vier Covenants und dann habt ihr dementsprechend auch die Covenant-Legendaries, die ihr, glaube ich, über dieses eine Item, was ich eben gezeigt habe, beim Händler nicht holen könnt. Bedeutet, solange ihr genug Gold habt und genug von dem Soul Cinder bzw. von dem kosmischer Flux, könnt ihr euch alle Legendaries einfach beim Händler kaufen. Es gibt noch alternativ eine Geschichte, die ich noch erwähnen sollte. Bei Rendel hier hinten in der Zuflucht in Zeramortis könnt ihr auch die Legendaries aus dem Castle Nathria direkt kaufen, glaube ich, für 1500 kosmischen Flux. Und auch für die anderen niedrigeren Ressourcen könnt ihr theoretisch bestimmte direkt kaufen. Ich meine aber, ihr kommt trotzdem günstiger, wenn ihr das Random-Item kauft, falls ihr dann alle haben wollt, dann ist quasi das Item aus Cortia the way to go. Wenn ihr bestimmte jetzt nur haben wollt, weil ihr mit dem Twink genau nur das wollt und das Collecten euch nicht interessiert, kann es sein, dass das Castle Nathria Zeug hier besser ist. Die werden aber nur angezeigt, wenn ihr so nicht habt. Ich habe natürlich mittlerweile alle, deswegen werden die hier nicht mehr angezeigt. Also da vielleicht einen Blick drauf werfen, da kann man gegen alle verschiedenen möglichen Mats das Zeug kaufen und dann könnt ihr euch vielleicht eine bestimmte holen, die ihr vielleicht nur braucht. Gut, das war so der kleine Tipp am Rande. Ich hoffe, der eine oder andere konnte was mit anfangen, der vielleicht auch ein bisschen am Collecten ist oder ein bestimmtes Legendary haben will. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.